Im Fremdwörter-Duden lese ich nach. Die Wahrheitsliebe. Unter Philosophie Weisheitsliebe. 1. Forschendes Fragen und Streben nach Erkenntnis des letzten Sinnes, der Ursprünge des Denkens. Und Seins der Stellung des Menschen im Universum, des Zusammenhanges der Dinge in der Welt. Und unter Philosoph, Freund der Weisheit, jemand, der nach dem letzten Sinn, den Ursprüngen des Denkens und Seins, dem Wesen der Welt, der Stellung des Menschen im Universum fragt. Und schließlich unter Philosophia Perennis, immerwährende Philosophie, Philosophie im Hinblick auf die in ihr enthaltene, überall und zu allen Zeiten bleibenden Grundwahrheiten. Allum. Der Philosoph, die Philosophie befassen sich also mit den Grundwahrheiten. Darüber müssten doch schon unzählige Tontafeln, Manuskripte und Bücher geschrieben worden sein. Die Wahrheit kann doch nichts Neues sein, oder etwa doch? Ist dem Philosophen und der Philosophie etwa schon lange nur das übrig geblieben, was im Duden bzw. im ersten oder zweiten oder dritten 1b steht? Philosophie. Zweitens Wissenschaft von den verschiedenen philosophischen Systemen. Denkgebäuden. Philosoph 1b, Begründer einer Denkmethode, einer Philosophie. Zweitens Wissenschaftler auf dem Gebiet der Philosophie. Drittens jemand, der gern über etwas nachdenkt und grübelt. Womit wir uns ja wohl einig wären, dass wir uns schon für die Begründer einer Denkmethode oder einer Seinsmethode aufmachen könnten. Wenn wir doch nur alle mal einig werden. Könnte es sein, dass die Philosophie sich schon lange nicht mehr mit der Wahrheit beschäftigt, dass der Philosoph schon lange nicht mehr getraut, die Wahrheit zu sagen? Vielleicht seit Sokrates, weil keiner sein Schicksal erleiden und vergiftet werden wollte. Sie haben ja damals den Schierlingsbecher müssen anbieten, weil er verurteilt worden ist. Oder sie haben ihm einfach vorgeworfen, er sei der Verführer von der Jugend gewesen. Und sie haben ihn für die Niederlagen in Sizilien und anderen Orten zum Sündenbock gemacht und haben ihm keine andere Wahl gelassen, wie angekettet, als im Gefängnisbett ein Schierlingsbecher. Das ist ein Weihbecher mit einem Pilzgift, glaubst du, aus Schierling, glaubst du, gemacht. Und das hätte er dann müssen trinken und ist dann so hochgehobenen Finger so, ich hab's euch ja gesagt! Ist er dann würdevoll weitergeflogen und ja. Das ist eigentlich gemein, dass man da nicht gemeinsam zu etwas im Staat. Aber es zeigt auch die Warnung, dass wenn man gewisse Sachen weiß, dass man vorsichtig den Menschen, vor allem bei den Menschen, bei anderen Lebewesen können die dort viel offener umgehen. Aber bei den Menschen sind wachsam, was sie ihnen sagen. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Aber nach Möglichkeit ehrlich, so will ich das ungefähr einteilen. Weil wenn man allen gerade sofort immer nur die Wahrheit von allem sagt, die meisten würden entweder größenwahnsinnig werden oder es würde zu einem neuen Holocaust kommen oder es würde zu einem neuen Eroberungskrieg kommen und so weiter und so weiter. Da hat der Mensch oft bewiesen, dass immer wenn einer kommt und sagt, er ist der Messias oder er ist ja, irgendwie ein Gott oder was auch immer oder einzigartig oder sonst etwas, dass sie ihn dann nachher zum Opfer gemacht haben. Zuerst hat es ein langes Höch gegeben und nachher hat es dafür auch eine umso härtere Kreuzigung oder Niederlage oder Gefangenschaft oder was auch immer gegeben. Der Trick dabei ist das Konzept mit der Strohpuppe, das ist mir schon klar, aber sind wir mal ganz ehrlich, Leute. Ich habe keinen Bock auf Lügen.
Wahrheit bedeutet auch, man kann natürlich sich verschleiern, wenn es denn sein muss, aber mal ganz ehrlich, unter erwachten Leuten kann man nicht einfach auch ehrlich miteinander umgehen, Karten auf den Tisch legen und sagen, hey, ich bin Mensch, aber es gibt gewisse Dinge, die bräuchte ich eigentlich, um in eurer lauten und manchmal rücksichtslosen Welt zu überleben, zu arbeiten und etwas bewirken zu können. Und vor allem auch das Bestmögliche wieder möglich zu machen. Und ich brauche nicht ganze Bücher von Gesetzen oder Regeln, um zu begreifen, um was es geht. Liebe reicht, weil Liebe umfasst Nächstenliebe, Mitgefühl, Respekt, Anstand, Gerechtigkeitssinn, gleichzeitig auch Bewusstsein der Vernunft, gleichzeitig auch zu erkennen, wie banal oft die Menschen miteinander umgehen, Großzügigkeit, Ehrlichkeit, Wahrheit und so weiter und so weiter. Frei sein von der Eifersucht, der Neid, der Habgier, der Bosheit und all dem Chabis. Auch ob man jetzt unter- oder überwürfig oder demütig oder größenwahnsinnig oder stolz oder erhaben ist, was spielt das noch für eine Rolle, wenn man weiß, was eigentlich Liebe ist? Das ist so. Denken wir lieber nach, als uns der Wirklichkeit und Wahrheit zu stellen? Müssen wir auf der Suche nach Wahrheit als erstes die Philosophen, die Wahrheitssucher, entlarven? Ist die erste Wahrheit, die wir finden, vielleicht die, dass die Wahrheitssucher längst nicht mehr forschenderweise die Wahrheit, sondern in starren Systemen die Sicherheit suchen und eventuell nur darauf warten, dass sie endlich befreit werden oder endlich nach Hause geholt werden, wo sie einfach mit ihrer Art zusammen sein dürfen, dass sie endlich auch wirklich eine Anerkennung bekommen für ihr Leid und sich nicht von Lügnern ablenken lassen oder verführen lassen oder betrügen lassen, um ihr erstes Mal, weil es etwas Heiliges ist. Währenddem ich mich aufs Schreiben dieses Buches vorbereitete, geriet eine spirituelle Zeitschrift, die ebenfalls für sich beansprucht, auf der Suche nach Wahrheit zu sein, in meine Hände. Als ganzseitige Einsicht präsentiert sie vor dem Bild einen goldenen Buddha mit davor sitzenden tibetanischen Mönch als Hintergrund. Ein Zitat von Paul Watzlawick, dem österreichischen Psychotherapeuten und Kommunikationswissenschaftler und Erfinder der paradoxen Intervention. Die Geschichte der Menschheit zeigt, dass es kaum eine mörderischere, despotischere Idee gibt als den Wahn einer wirklichen Wirklichkeit, womit natürlich die eigene Sicht gemeint ist. In all den schrecklichen Folgen, die sich aus dieser wahnhaften Grundannahme dann streng logisch ableiten lassen, die Fähigkeit, mit relativen Wahrheiten zu leben, mit Fragen, auf die es keine Antwort gibt, mit dem Wissen, nichts zu wissen und mit den paradoxen Ungewissheiten der Existenz leben zu können, dürfen dagegen das Wesen menschlicher Reife und der daraus folgenden Toleranz für andere sein, den anorganischen und feinstofflichen ebenfalls, genauso wie den tierischen, wie allen Lebensformen, den Licht, den Wasser, den Feuer, den Erdwesen, allen einen herzlichen Gruß. Ganz abgesehen davon, dass das Negieren letzter Wahrheit jeweils genau diese Negation zur letzten Wahrheit erhebt und dass es natürlich im Widerspruch zur Definition des Dudens bezüglich Philosophia Perennis steht, welche von überall und zu allen Zeiten bleibende Grundwahrheiten ausgeht, muss man sich wohl fragen, ob hier vielleicht eine Verwirrung um die Begriffe wirkliche Wirklichkeit bzw. absolute Wahrheit entstanden ist
und ob diese vielleicht nicht genau mit der Verwechslung der Philosophie aus ursprünglichem forschenden Fragen mit einem starren Denkgebäude zu tun hat. Hinterlässt deshalb eine Aussage wie die von Paul Watzlawick in mir dieses eigenartige Gefühl, dass sie einerseits wahr sei, wenn ich von gewissen Gesichtspunkten, zum Beispiel den Fragen, auf die es keine Antwort gibt, und dem Wissen, nichts zu wissen, ausgehe, andererseits überhaupt nicht der Wahrheit entspreche, wenn ich eine andere, zum Beispiel das Gleichsetzen von wirklicher Wirklichkeit mit der eigenen Sicht, denke. Kann denn die Wirklichkeit überhaupt eine Idee sein? Liegt nicht da schon der Irrtum? Liegen der Wahn und das Despotische nicht genau darin, dass ein Gedanke sich an die Stelle der Wahrheit drängen will, der Wahrheit, die immer ein energetisch-sinnliches Faktum ist, etwas, was erlebt werden kann und soll, mit dem man gar eines sein kann und darf und sollte? Ist es deshalb heute in Mode gekommen, wie es Paul Watzlawick zusammenfasst, zu bestreiten, dass es Wahrheit und Wirklichkeit überhaupt gibt, zu behaupten, dass letztlich alles nur relativ sein kann? Und ist nicht dies eine weitere mörderische und despotische Idee, welche sich zum Beispiel an der Wahrheit bezüglich der Ungerechtigkeit und Unfairness zwischen uns Menschen versucht vorbeizumogeln? Muss man nicht unterscheiden zwischen Wirklichkeit und Denken über Wirklichkeit? Vor allem, weil es auch um Gefühle geht und weil ich den Menschen vehement nahelegen möchte: Lasst euch nicht von elektronisch gesteuerten Wesen Dinge ausreden, die eure Vernunft oder eure Großzügigkeit automatisch erklären lassen würden. Wie könnt ihr es wagen, eine Pflanze zu verbieten, die sich den Menschen so angenähert hat, dass sie ihnen ein schmerzstillendes Alkaloid produzieren lässt und tut? Wie frevelhaft ist es doch, dass ihr dort einfach nicht erkannt habt, dass es natürlich für die einen eine zu große Herausforderung bedeutet, für die anderen aber eine Gottesgnade dargestellt hat und dass man einfach aufhören sollte, Vorurteile und Voreingenommenheit in die Welt zu setzen. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, solange man nicht fremdgefährdend oder zu zerstörerisch oder zu größenwahnsinnig oder zu herablassend ist, hat jeder seine Selbstverantwortung und sollte als Grundrecht und als fähiger Student der medizinischen Berufe auch ermächtigt werden, nicht wie ein Verbrecher einfach immer zu kurz zu kommen oder zugehalten zu werden, sondern daran beteiligen sich zu dürfen, an den Forschungen, die der große Geist einem aufträgt, sich zu beteiligen. Das ist doch das Natürlichste von der Welt. Miteinander statt gegeneinander und richtige Aussöhnung schon in diesem Leben. Nicht, dass ihr euch immer wieder in irgendwelchen Leben dann begegnet und einfach nicht schnallt, dass es jedes Mal, wenn ihr euch begegnet, ihr die Chance hättet, einander freizulassen. Ihr seid frei. Für euch selbst seid ihr ja frei, hoffentlich. Aber sind wir mal ehrlich. Das Schönste wäre doch, wenn jeder bereit wäre, den anderen den Himmel zu schenken und nicht nur immer an sich selbst und seinen Schwanz oder seine Lust oder seinen Stolz oder an seinen Eigennutz zu denken, sondern einfach für andere Himmel zu sein, hier auf Erden ein Stück Himmel zu sein, dass man eben einander bereit ist, etwas zu schenken oder etwas zu geben und nicht einfach nur habgierig an sich selbst denkt. Und nachher fragen sich die Menschen, warum ist denn jetzt Corona zu uns gekommen? Warum passiert das alles? Wovor lauft ihr eigentlich weg? Hallo? Es ist lediglich das, ihr wüsstet es doch eigentlich. Ich weiß, viele fürchten sich. Doch warum fürchtet ihr euch? Habt ihr Angst?
dann habt ihr definitiv noch was zu klären. Dann könnt ihr Gott nicht einfach so im Angesicht begegnen und sagen, danke Vater, danke Mutter, danke für diese Zeit des Lernens und des Begreifens. Weil solange ihr noch vor etwas davonlauft, das eigentlich für das normale menschliche Auge nicht sehbar ist, aber trotzdem ein Bewusstsein hat, wie du und ich. Wie soll man dem Menschen das erklären? Soll man sagen, dass ihr einfach vor etwas davonlauft, das euch so oder so erreicht, wenn ihr erwählt werdet? Und außerdem, dass sich Sorgen um ihr eigenes Leben nur jene machen, die irgendetwas noch verschweigen wollen oder irgendetwas Unrechtes getan haben? Weil wer wirklich reines Gewissen hat, der kann auch damit leben, dass der Tod sein bester Freund ist und dass man weiß, dass der Messias gerecht ist und dass man nicht wie die dummen Menschen ein Täter ist und sich verführen lässt, andere zu richten oder zu töten oder zu quälen oder zu sadistischen Dingen anzureizen, sondern dass man fair ist, großzügig ist. Und auch teilhaben lässt am Reichtum dieser Erde und nicht einfach nur an sich selbst nur immer denkt und sich so wichtig nimmt und in den Vordergrund denkt, sondern sich auch zurücknehmen kann, den anderen Raum lässt und gleichzeitig aber auch demütig zu jedem Einzelnen ist, zumindest anständig. Und selbst wenn sie noch so eine schlimme Vergangenheit haben, selbst Jesus hat den zwei Verbrechern am Kreuz Vergebung angepriesen und angesagt. Natürlich, das mag für die einen etwas überheblich klingen, aber andererseits hat es eine ganz große Wahrheit, weil wenn man wirklich weiß, wer man ist, dann wird man auch so weit kommen, dass man denen, die dir Böses angetan haben, freiwillig und ohne scheinheilig zu sein, vergeben kann. Und gleichzeitig weiß man auch, dass diejenigen, die eben wirklich Scheiße gemacht haben, auch ihre gerechte Strafe bekommen werden. Weil so oder so, man kann nicht immer davonlaufen. Und besser, man stellt sich freiwillig und offenbart, was man denn noch zu vergeben hat. Oder man schweigt, verdrängt es, wird krank oder wird sonst irgendetwas. Aber das Wichtigste ist doch schon das, ein reines Gewissen zu haben. So gut wie es eben geht als Mensch. Es ist eine verflixt schwierige Aufgabe als Mensch in einem so reichen Land, wie wir hier haben in Europa, einfach unschuldig zu sein. Man würde am liebsten jedes einzelne Wesen, jeden einzelnen Menschen schütteln und ins Gesicht sehen und sagen, hey, erkennst du mich denn wieder? Bin ich dein Bruder? Bin ich dein Vater? Bin ich dein Sohn? Oder erkennst du mich nicht wieder? Wollt ihr euch immer weiter distanzieren lassen, ausgrenzen lassen, registrieren lassen, impfen lassen, testen lassen? Ihr verwöhnten Kinder dieser reichen Zone. Wisst ihr, all diese Krankheiten, die ihr oft habt, das sind Gründe dessen, weil ihr unachtsam oder zu unnachgiebig oder zu hart oder zu lieblos oder zu gelassen, was auch immer, ihr wisst doch selber und ergänzet euch doch endlich mal. Nur immer alleine ist doch langweilig. Ein Wir braucht es. Und selbst Schuld, wenn sich jeder immer nur in den Kopf setzt, die Nummer eins sein zu wollen. Seid demütig. Wir sind Menschen. Dann sind wir eine Nummer zwei. Und wenn mal Nummer zwei zu groß ist, dann sind wir eine Nummer drei. Wo liegt das Problem? Solange es einfach nur Einigkeit gibt. Ich wollte doch früher auch immer nur das verflixte erste Mal mit einer Frau. Das war mein größter sexueller Wunsch, bis ich eingesehen habe, wie weit gewisse Leute gehen würden, um dies zu erreichen.
Und da habe ich gesagt, da steige ich sofort aus, weil eine Frau ist mehr wert wie ihr Jungfernhäutchen. Ich wollte lediglich nur immer alles richtig machen. Ich hätte es ihr so gerne geschenkt, dass sie ebenfalls daran teilhaben kann, an dieser uralten und fast schon bizarren Möglichkeit, eine Frau wirklich zur Frau zu machen. Aber wie gesagt, wer Angst hat vor dem Tod, der hat auch etwas zu verbergen. Wer Angst hat vor irgendetwas Menschlichem, der hat definitiv irgendwo noch einen toten Hund oder eine tote Katze begraben. Sprichwörtlich gesagt. Weil irgendwo haben dann die Leute noch etwas zu verbergen. Und vielleicht ist es manchmal das, dass man jahrtausendlang jemanden zum Sündenbock gemacht hat, der eigentlich die Menschen immer nur lieben wollte. Und nicht wie ein Julian, das ist so ein Übername, Julian, der zwar von den Menschen mega beliebt ist und mega umzingelt wird sogar, aber den die Menschen eigentlich scheißegal sind. Dem die Menschen sowas von scheißegal sind. Er hat zwar immer Anhänger und ist immer beliebt und wird umkreist, aber hat überhaupt kein Mitgefühl eigentlich für die Menschen. Klar, er kann es so aussehen lassen. Er kann auch lieb sein. Und er kann auch ein verdammt guter Freund sein. All das ist ja alles möglich. Aber Liebe hat dieser Kerl nicht für die Menschen. Warum, könnt ihr euch denken? Ich jammere deswegen auch nicht und ich mag ihm das auch von Herzen gönnen. Aber Mensch, bedenke, ich würde euch wirklich lieben. Ja, so wäre ich nun mal. Sofern ihr mir einfach auch zugesteht, dass ich halt eben schon sehr viele Traumas überwinden musste, meine Kriegsverletzungen, so nenne ich diese Narben, heilen zu lassen. Und dass ich aber gleichzeitig trotz all den Vorwürfen und all den, wie nennt man das, ja, Beleidigungen fast schon und Vorurteilen, Leuten mit IV gegenüber, das ist ja schon verrückt, oder? Weil nur weil jemand eine IV hat, heißt das ja noch längst nicht, dass dieser Mensch nicht wieder zurückkommen kann in ein normales Leben oder zumindest in ein Leben, wo er oder wo sie etwas erreichen kann, bewirken kann und auch arbeiten kann für etwas Gemeinsames. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wie einfach nur ungenutzt rumzugammeln. Das ist eine Zeit lang schön, toll und gut, aber das Wichtigste ist da, Selbsterkenntnis zu betreiben. Wenn ihr mal in so eine Situation kommt, verzweifelt nicht daran. Nutzt diese Zeit zur Selbsterkenntnis. Versucht euch selbst zu hinterfragen, euch selbst hinters Licht zu führen, euch selbst zu entlarven. Und dann scheißt auf das, was andere Menschen über euch denken. Versucht einfach so zu sein, wie ihr eben seid. Und wenn kein Mensch mit euch reden will, dann redet eben mit Gott. Redet direkt. Ihr bekommt, wenn ihr das nötige Bewusstsein habt, sogar direkt die Antworten. Gott kommandiert oder, nein, nicht kommandiert, ohne Punkt und Komma oder direkt, ohne Unterbruch. Und selbst schuld, wenn die Leute nachher meinen, man sei deswegen asozial oder verrückt oder was auch immer. In Wahrheit weiß es jeder, man ist für das Soziale natürlich berufen, doch man lässt sich einfach auch nicht länger einfach etwas vorspielen. Man ist nicht mehr so behindert gemacht wie damals, wo man meint, dass man ein ganzes Buch voller Regeln bräuchte, um zu begreifen, dass man als Mensch die Aufgabe hat, auch die Berufung hat, Nächstenliebe und Liebe nicht nur auszusprechen, sondern auch zu leben. Und auch wenn es manchmal etwas ungepflegt erscheint, so sind mir meine Barthaare wichtiger wie ein kleines Säckchen voll Gold.
Nur als Beispiel. Weil ich habe mal Bartler schon nicht sehr gern. Das ist übrigens ein kleiner Hinweis auf etwas, wo ich mal gespannt bin, wenn das jemandem auffällt, was ich wohl damit ausdrücken möchte. Aber, papperlapapp, wichtig ist mir nur, Menschen, bitte. Ich möchte nicht, dass wir in einen neuen Holocaust hineinlaufen. Ich möchte nicht, dass ihr Leute, die nicht zum Finanzadel gehören oder die nicht solche Errungenschaften hatten, wie die richtige Sangha von Anfang an aufzubauen und so weiter, dass man die nicht einfach nachher loshaben will oder einfach so im Stich lässt und es immer schlimmer wird. Hey, der Mensch soll sich nicht gegenseitig auffressen, ausrauben oder sonst was kaputt machen, sondern in Wahrheit, hey, wir sind zur Liebe berufen. Und für was musst du noch eifersüchtig sein, Mensch, wenn du doch weißt, was du kannst und was du nicht kannst, weil eifersüchtig sind wirklich nur Narren. Wenn du eifersüchtig bist und du hast eine Frau, dann frag dich mal, warum. Kannst du ihr etwas nicht geben? Bist du zu schwach oder zu grob oder zu gemein oder zu besserwisserisch oder sonst was? Wo liegt das Problem? Oder umgekehrt, wenn du noch keine Frau hast und jemand anders hat eine Frau oder eine Frau hat einen Mann, warum freust du dich dann nicht für die? Und wenn du dich nicht freuen kannst, warum gehst du dann nicht zu ihnen hin und tust höflich und direkt, aber beide ansprechen und sagst, wegen euch zwei bin ich eifersüchtig, es geht mir wegen euch nicht gut. Aber was hättest du Angst? Viel schlimmer ist es, wenn man hintenrum nachher versucht, Leute kaputt zu machen oder Leute fernzuhalten voneinander. Das ist das Schlimmste. Wenn man einfach meint, man müsste in jedem Gleichgeschlechtlichen einen Gegner sehen, das ist die größte Lüge. Es gibt nichts Schöneres, wie einen besten Freund zu haben. Es gibt auch nichts Schöneres, als Frau, stelle ich mir vor, eine beste Freundin zu haben. Und im Idealfall würde man sich ergänzen. Beziehungsfähig zu sein, unabhängig menschlicher Erscheinungen, ist vermutlich eine der meisterhaftesten Prüfungen, weil das konnte ich mir früher nie vorstellen. Ich war früher immer dann selbstbewusst, wenn meine Freunde um mich herum waren, bis ich erkannt habe, hey, auch außerhalb der Komfortzone, ich kann das, so gut es eben geht. Aber ich habe auch die nötige Weisheit, mich zurückzuhalten, wenn es eben nötig ist. Weil nur Dummköpfe wollen immer alles gleich sofort. Weise ist, wer Gelassenheit hat. Und auch das Vertrauen, das Einmaleins der Liebe heißt, dass man Geduld haben darf und kann. Weil ein Kind ist nicht in einem Tag erschaffen. Ein Kind braucht 9 Monate, um ausgebrütet zu werden. So, da habe ich euch genug abgeschwiffen. Machen wir weiter. Denken über Wirklichkeit, das ist Meinung. Meinungen sind immer relativ, immer voreingenommen, immer nur Stückwerk, das ist richtig. Die eigene Sicht, wie sie Paul Watzlawick sie nennt, diese eigene Sicht zur absoluten Wahrheit zu erheben, wurde immer wieder und von vielen, wenn nicht von allen, versucht. Dies ist tatsächlich schädlich und mörderisch. Das ist nicht zu verleugnen. Aber löst sich dieses Problem, wenn wir das Vorhandensein letzter Wahrheiten deshalb leugnen? Müssten wir nicht besser eingestehen, dass wir den Pfad der Wahrheitssuche längst verlassen haben und nur noch darauf aus sind, unsere Standpunkte durchzusetzen? Und würde uns ein solches Eingeständnis nicht wieder freimachen, zu unterscheiden zwischen Denken über die Wirklichkeit und Wirklichkeit zwischen Philosophie, also Weisheits- und Wahrheitsliebe, und der Liebe zu Denksystemen zwischen Denkgebäuden und tatsächlich sinnlich-energetischen Wahrheiten. Es gibt also die Philosophia Perennis, die immerwährende Philosophie, die Weisheits- und Wahrheitsliebe im Hinblick auf die ihr enthaltenen, überall und zu allen Zeiten bleibenden Grundwahrheiten.
Auch wenn es heute Mode ist, dies zu verneinen, können wir festhalten, dass die Wahrheit gibt. Etwas Absolutes, was hinter allem Relativen steht. Etwas, aus dem das Vergängliche, das Vorübergehende, welches Form annimmt, geboren wird und das unverrückbar als Urgrund hinter allem ruht. Können wir doch, oder? Jedes Kind weiß das. Die Unschuld weiß das. Wir wissen das, meine lieben Freunde. Ach, Imamasan, was sagen wir noch? Weiter in dem nächsten Kapitel dann. Habt's gut, bis dann.